Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, geschätzte Frau Verteidigungsminister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich glaube, Frau Verteidigungsminister, Ihre Worte, Airbus wird mich noch kennenlernen, die liegen uns allen noch in den Worten. Und ich weiß es nicht, Frau Verteidigungsminister, ob Sie Airbus bereits kennengelernt hat. Eines weiß ich aber mit Sicherheit. Wir Soldaten, wir Offiziere und Unteroffiziere des österreichischen Bundesheeres, wir haben Sie kennengelernt. Die vielen Zivilbediensteten, Beamten und Vertragsbediensteten des österreichischen Bundesheeres, die haben Sie auch bereits kennengelernt. Und auch die vielen Milizsoldaten, die durch Sie in ein ungerechtes Entlohnungsschema hineingezwungen wurden, auch diese Personen haben Sie bereits kennengelernt. Und Frau Verteidigungsminister, ich kann Ihnen nur sagen, wir haben genug von Ihnen gesehen. Es ist mir vollkommen bewusst, dass Ihre beiden Vorgänger, Hans-Peter Doskozil oder auch Mario Kunasek, sehr große Fußabdrücke in diesem Ressort hinterlassen haben. Da diese beiden Herren alles getan haben, um dieses Bundesheer zu attraktivieren, zu modernisieren und die richtigen Investitionsschritte zu setzen. Und wir... Wie wir alle wissen, ist es nicht immer leicht. Jetzt ist er gerade hinausgegangen, aber ich sage einmal mit einem schwarzen Finanzminister, das ist uns allen bewusst, ja? Nichtsdestotrotz sind die Fußabdrücke des Hans-Peter Doskozil und auch des Mario Kunasek noch immer in unserem Ressort sichtbar. Als Unteroffizier des österreichischen Bundesheeres darf ich Ihnen sagen, das sind Fußabdrücke und das sind Spuren, an die ich mich wirklich gerne zurückerinnere. Es gab aber auch schon andere Zeiten, die nicht so rosig waren. Da erinnere ich mich zum Beispiel zurück an einen Norbert Darabosch oder auch an seinen Amtsnachfolger, den Verteidigungsminister Gerald Klug. Das waren im wahrsten Sinne des Wortes keine goldenen Zeichen des Bundesheeres. Es gab aber auch noch Ihren Fraktionskollegen, den Verteidigungsminister Günther Platter, den ich als den wahren Totengräber des österreichischen Bundesheeres und der österreichischen Landesverteidigung bezeichnen möchte. Er war es, der den Grundwehrdienst von 8 Monate auf 6 Monate verkürzt hat und somit das Anfang vom Ende des österreichischen Bundesheeres eingeleitet hat. Und das sind alles Personen und Verteidigungsminister, an die ich mich nicht gerne zurückerinnere. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, warum Sie nicht die Schuhe, auch wenn Sie sehr groß gewesen sind, eines Mario Kunasek oder eines Hans-Peter Doskozil angezogen haben und sich stattdessen für die Schuhe von Darabosch, Klug oder Platter entschieden haben, die wir zu Recht als Totengräber des österreichischen Bundesheeres bezeichnen können. Und geschätzte Frau Noch-Verteidigungsminister, also das darf ich Ihnen auch sagen, wenn Sie diesen Weg weitergehen, dann werden Sie als die wahre Totengräberin des Bundesheeres in die Geschichte in Österreich eingehen. Und genau da kommen wir auch zur derzeitigen Ist-Situation in Ihrem Ressort, Frau Verteidigungsminister. Genau da kommen wir zu dieser Chaos- und Verunsicherungspolitik, die Sie jeden Tag aufs Neue zum Besten geben. Auf die einfachen Fragen, kommt es zu einer Schließung von Kasernen, antworten Sie mit, es werden keine Garnisonen geschlossen werden. Geschätzte Frau Verteidigungsminister, es ist mir vollkommen bewusst, dass Sie mit sehr wenig Fachwissen in dieses Ressort hineingekommen sind. Und ich glaube, man kann Sie noch erinnern auf ein Interview am 11. Jänner 2020. Ich möchte es ja sogar löblich hervorheben. Da waren Sie noch dabei, die Dienstgrade des österreichischen Bundesheers zu lernen. Und ich sage löblich deswegen, da Ihnen das österreichische Bundesheer zu diesem Zeitpunkt augenscheinlich noch interessiert hat. Aber ich sage, dieses wenige Vorwissen, was Sie in dieses Ressort mitgebracht haben, das ist ja auch etwas, was Sie mit Norbert Darabosch gemeinsam haben. Auch Norbert Darabosch hat dieses Bundesheer bis zu seinem Amtsantritt nur aus Erzählungen gekannt. Was dabei herausgekommen ist,
Ich glaube, das kennt in diesem Raum und in Österreich ein jeder. Aber der Weg, den Sie eingeschlagen haben zum Leid des Bundesheeres, das ist dasselbe. Und ich sage, da mir das Bundesheer wirklich sehr am Herzen liegt, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, beenden Sie diesen Leidensweg im Bundesheer, machen Sie es wie die frühere Staatssekretärin Lunacek, treten Sie zurück, machen Sie den Weg frei für einen Verteidigungsminister, dem die Sicherheit und das österreichische Bundesheer in diesem Land wirklich am Herzen liegt. Ich glaube, Sie würden nicht nur diesem Land und dem österreichischen Bundesheer einen großen Dienst erweisen. Wenn man das Ganze so anschaut, dann glaube ich, dass Sie sich auch selbst einen Gefallen tun würden damit. Ich sage Ihnen, ich habe vor langer Zeit den Beruf des Kfz-Mechanikers erlernt, bin danach zum Bundesheer gegangen und habe mit Freude die Unteroffiziersausbildung gemacht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich kann mich sowohl mit dem Kfz-Mechaniker wie auch mit dem Soldatenhandwerk eindeutig identifizieren. Ich könnte mir aber nicht vorstellen, heute in einem Operationssaal zu stehen und eine Herztransplantation durchzuführen. Mit Sicherheit wäre ich da drin überfordert und müsste feststellen, dass mir die Schuhe des Herzchirurgen nicht passen. Und wahrscheinlich hätte ich auch keinen Spaß an der Arbeit. Und ich glaube, Frau Verteidigungsminister, da können wir beide jetzt wirklich Parallelen ziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie eine Freude an einer Arbeit haben, die Ihnen bereits beim Amtsantritt meilenweit über den Kopf gewachsen ist. Sie sprechen im Interview vom 11. Jänner 2020, dass Sie in Ihrem Wunschressort angekommen sind, und Sie vergleichen im selben Interview diese Tätigkeit mit Ihrer damaligen Tätigkeit als Rechtsreferentin im Bauernbund in den 90er Jahren. Sie sagen da drin, wenn etwas ganz schwierig ist, braucht es manchmal eine Frau. Geschätzte Frau Nachverteidigungsminister, ich kann ja nur sagen, die Situation um das Bundesheer ist schwierig, da haben Sie recht. Aber schwierig deswegen, dass sämtliche ÖVP-Finanzminister dieses Ressort seit vielen, vielen Jahren stiefmütterlich behandeln. Das ist der Grund, warum dieses Ressort schwierig ist. Man könnte in den Reihen der ÖVP ja schon fast sagen, dass hier der Feind in den eigenen Reihen sitzt. Und ich sage Ihnen, ganz egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber das Bundesheer braucht eine Führungspersönlichkeit. Eine Führungspersönlichkeit, die eine Kompetenz mitbringt, die Herz mitbringt und ein Interesse für dieses Ressort mitbringt. Das ist es, was dieses österreichische Bundesheer braucht. Und Frau Verteidigungsminister, wir brauchen kein Bundesheer, das an das Verteidigungsbudget angepasst ist. Wir brauchen ein Verteidigungsbudget, das an die Anforderungen des Bundesheeres angepasst ist. Das ist es, was wir wirklich brauchen. Und Frau Verteidigungsminister, genau da gehen unsere Vorstellungen über das österreichische Bundesheer meilenweit auseinander. Am 24. Juni wurde in Ihrem Auftrag bekannt gegeben, dass das Bundesheer vor tiefgreifenden Umstrukturierungen steht. Sie brauchen nicht nachschauen am Handy, es ist der 24. Juni gewesen, ich habe es wirklich vorher recherchiert. Das Bundesheer soll demnach nach eintrittswahrscheinlichen Bedrohungen ausgerichtet werden, wo die militärische Landesverteidigung, Frau Verteidigungsminister, eine Kernaufgabe des Bundesheeres als unwahrscheinlich qualifiziert wird. Ebenso wird von einer Personalreduktion gesprochen, um weitere Kosten im Bereich der Landesverteidigung zu senken. Sie sehen als wahrscheinliche Herausforderungen Naturkatastrophen, Cyberbedrohungen, Migration, Pandemien, einen großen Stromausfall und vereinzelt Terrorangriffe. Ja, ich sage Ihnen, das sind auch Aufgaben, die das Bundesheer zu bewältigen hat. Aber das Bundesheer muss auch für seine Kernaufgaben, die militärische Landesverteidigung, gerüstet sein. Und dieses Thema dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen. Dieses Interview vom 24. Juni, einerseits der Oberbefehlshaber, der Bundespräsident hat es aus den Medien erfahren, die Wehrsprecher haben es aus den Medien erfahren.
Sie sind ja im Anschluss an diesen 24. Juni zum Rapport zum Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen zitiert worden. Und ja, Frau Verteidigungsministerin, es wäre uns aber allen lieber gewesen, wenn Sie der Finanzminister bei den Budgetverhandlungen kennengelernt hätte. Die Frage mit Airbus, die müssen Sie sich selbst beantworten. Und ja, Frau Verteidigungsminister, auch diesen Vorwurf kann ich Ihnen nicht ersparen. Bei den Budgetverhandlungen im Ministerrat herrscht Einstimmigkeit. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, verkaufen Sie uns nicht für dumm, verkaufen Sie die Österreicher nicht für dumm und geben Sie endlich zu, dass Sie für dieses Bundesheer nichts übrig haben, dass Sie für die Sicherheit in diesem Land nichts übrig haben und dass Sie dieses Bundesheer ganz auf ÖVP-Kurs mit Anlauf gegen die Wand fahren wollen. Ich sage, diese Worthülsen, diese leeren Versprechungen, das ist das, was diesem Land nicht hilft. Seien Sie endlich diese Sicherheitspartei, die Sie der Bevölkerung draußen immer vorgeben zu sein. Ein Innenminister, der lieber seine eigenen Leute überwacht, die keinen Babyelefantenabstand einhalten und die sie als Lebensgefährder bezeichnet, oder eine Frau Verteidigungsminister, die keinen Wert auf die militärische Landesverteidigung legt. Ich glaube, das sollte schon alles aussagen, wie viel Wert der ÖVP die Sicherheit in diesem Land ist. Geschätzte Frau Verteidigungsminister, auch wenn Sie die Notwendigkeit der militärischen Landesverteidigung in der Öffentlichkeit nicht mehr in Abrede stellen, so spricht es am 3. Juli vorgestellte Leitfaden für eine moderne Landesverteidigung dennoch, glaube ich, ganz klare Worte. Denn demnach sollen die Fähigkeiten der militärischen Landesverteidigung heruntergefahren werden. Im Bereich der schweren Waffengattungen soll es österreichweit nur mehr ein Bataillon pro Waffengattung geben. Zweitens, entgegen dem türkis-grünen Regierungsprogramm die für die militärische Landesverteidigung erforderliche Brigadestruktur aufgelöst werden. Rund 3000 Arbeitsplätze sollen eingespart werden, einzelne Kasernenstandorte geschlossen und rund 18 Millionen Quadratmeter in Liegenschaften des österreichischen Bundesheeres verkauft werden. Geschätzte Frau Verteidigungsminister, das ist keine Modernisierung und das ist auch keine Attraktivierung des Bundesheeres. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein gegen die Wand fahren des österreichischen Bundesheeres und ein gegen die Wand fahren der Sicherheit in diesem Land. Und vielleicht hören Sie auch einmal auf Ihren Generalstabschef. Ja, der hat nämlich gesagt, wer verteidigen kann, kann helfen. Wer nur helfen kann, kann nicht verteidigen. Ich glaube, das sind Worte, die sollte man sich einmal wirklich zu Herzen nehmen. Dann werden Sie auch erkennen, dass der Weg, den Sie hier gerade gehen, nicht der richtige für die Sicherheit in diesem Land ist. Der massive Personalabbau, die Auflösung von großen Verbänden, die planmäßige Vernichtung von wirklich lange aufgebauten Kompetenzen, das schwächt die Einsatzfähigkeit des Bundesheeres und stellt für dieses Land ein gravierendes Sicherheitsrisiko dar, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und abschließend, Frau Verteidigungsminister, drängt sich aber auch die Frage nach der Hubschrauberbeschaffung auf. Mario Konasek hat im Jahr 2018 eine Sonderfinanzierung, 380 Millionen Euro, sicherstellen können für die Nachbeschaffung der auszuscheidenden Alouette 3. Und auch im aktuellen Regierungsprogramm gibt es ein klares Bekenntnis zur bereits eingeleiteten Nachbeschaffung und zur Typenwerft Eigen im Enstal. Konkret liest man im Regierungsprogramm Umsetzung der bereits eingeleiteten Hubschrauberbeschaffung als Nachfolge der auszumusternden 50-jährigen Alouette 3, insbesondere im Hinblick auf Katastrophenlagen. Geschätzte Frau Schweigeminister, bei diesem Beschaffungsvorgang hätten wir uns wirklich klare Worte gewünscht und nicht das Schweigen, was Sie hier an den Tag legen. Auch in dieser Angelegenheit, die militärische Landesverteidigung, Frau Verteidigungsminister, ist es nicht, der Ihnen am Herzen liegt. Anscheinend ist es aber der Katastrophenschutz ebenso wenig. Und geschätzte Frau Verteidigungsminister, erweisen Sie den österreichischen Bundesheer einen letzten großen Dienst. Treten Sie zurück, bevor Sie noch mehr Schaden in diesem Ressort antreten. Machen Sie den Weg frei für einen Verteidigungsminister, der...
Machen Sie den Weg frei für einen Verteidigungsminister, dem das österreichische Bundesheer und die Sicherheit in diesem Land wirklich am Herzen liegen. Wir haben Sie kennengelernt, Frau Loch, Verteidigungsminister. Wir haben genug von Ihnen gesehen. Genug ist genug.